Boxer Marcel Zeller absolvierte am vergangenen Samstag den 6. Profikampf seiner Karriere. In Koblenz kämpfte der selbsternannte Highlander gegen die rumänische Nummer 4 der Rangliste, Marian Geroseanu. Zufrieden konnte sich der sogenannte Highlander den 6. Profikampf seiner Karriere nochmal zu Hause anschauen. Am vergangenen Wochenende bestritt der Karlsruher Boxer Marcel Zeller einen Kampf bei einer Veranstaltung seines Boxstalls in Koblenz. In der Rhein-Mosel-Halle konnte er vor 1500 Zuschauern mit Marian Geroseanu die Nummer 4 der rumänischen Rangliste souverän ausnocken. Bereits nach 62 Sekunden der ersten Runde streckte Zeller seinen Gegner mit einem rechten Kopfhaken zu Boden. Marcel Zeller hat nun 5 siegreich gestaltete Duelle im Profilager vorzeitig für sich entscheiden können. 4 davon noch in der Eröffnungsrunde. Trotzdem weiß er, wie er diese Siege einzuordnen hat. Ich denke nicht zurück mit einem lachenden und mit einem tränenden Auge an den Kampf, weil das lachende Auge natürlich, dass es so schnell ging, war natürlich überzeugend, deutlich, auch für die Leute. Spektakuläres K.O. nach 62 Sekunden der ersten Runde. Nur das tränende Auge, ich habe keine Standardbestimmung. Ich hätte schon mal gerne ein paar Runden geboxt, um zu sehen, wie ist jetzt die Vorbereitung gelaufen, wo stehe ich konditionell und auch taktisch. Aber für den Kampfrekord ist natürlich Weltklasse. Als Standortbestimmung kann Zeller nur den Kampf bei einer Sauerland-Veranstaltung in Riesa gegen Cengiz Gotsch heranziehen, bei dem er das einzige Mal über die volle Distanz von 6 Runden gegangen ist. Nachdem er kurzfristig eingesprungen war, hatte er so gut wie keine Vorbereitung und musste gegen Gotsch eine knappe Punktniederlage hinnehmen. Für die Zukunft wünscht er sich trotzdem mehr Gegner von dessen Kaliber. Seinen nächsten Kampf wird der Karlsruher voraussichtlich schon am 31. Januar in Berlin bestreiten.